So, der Schilling meldet sich zurück aus der Welt von Cultures Online. Heute waren die Server down und es wurde ein neues Update aufgespielt. Das heißt, das Game gibt es eigentlich schon recht lange, aber genauso wie Ragnarök und all die ganzen Sachen kommen laufend hinzu. Diesmal war es nur so ein kleiner Patch und zwar gehe ich den jetzt mal kurz durch. Die Siegelpreise bei den Stammes-Dungeons wurden neu gemacht und allgemein, glaube ich, ein wenig reduziert. Es gibt ja so Dungeons für den ganzen Stamm und da braucht man wie bei den normalen Stämmen auch Siegel, um hineinzukommen. Muss man erst in den Stamm hineinspenden. Dann Runen bei den Errungenschaften. Wenn man auf sein Hauptgebäude klickt, dann geht es zu den Errungenschaften. Und man bekommt für manche Errungenschaften immer Runen gut geschrieben. Nur war das hier, glaube ich, nirgendwo verzeichnet. Und jetzt sieht man das hier zum Beispiel. Nächste Stufe bei Macht gibt Belohnung, Doppelpunkt 5 Runen. Beim Held der Arbeit, dann ganz später, ich glaube von 11 bis 13 von den Orden hier gibt es dann auch noch Runen. Und da steht dann jetzt hier immer entsprechend dabei. Nicht nur die Dinge wie Schaden aller Waffen plus 12%, sondern eben auch die Runen zusätzlich. Das wusste ich, war mir auch noch nicht wirklich so bewusst, dass es dafür Runen gibt, aber jetzt sieht man das hier eben genauer. So, dann wenn ich mit einem Held auf Reisen war, habe ich hier zum Beispiel die Reihenfolge festgelegt. Schwuppdiwupp, bla bla bla. Und danach, wenn ein neues Abenteuer angefangen hat, kann es sein, dass die Reihenfolge dann durchgemischt war. Und das sollte jetzt nicht mehr vorkommen. Das heißt, die Helden haben jetzt die korrekte Reihenfolge. Auch nach den Abenteuern, nach den Missionen sollte das so bleiben. Dann Ragnarök. Wenn man komplett durch ist mit seinen Durchgängen, kann man am Ende nicht nochmal klicken auf den kompletten Dungeon resetten. Das funktioniert jetzt nicht mehr. Hier sind wir auch bei Ragnarök. Da hat sich bei den Top 3 irgendwie, ich weiß nicht, nicht so viel getan. Also ich glaube sogar gar nichts ist da in den letzten Tagen hinzugekommen. 54% vom ganzen Server. Ich kann mich noch erinnern, als das vor einigen Tagen geöffnet hat. Direkt eine Stunde danach war es irgendwie auf 9%. Habe ich schon gedacht, oh mein Gott, hoffentlich geht sich das aus bis zum Wochenende. 1000 Reiselust. Aber jetzt irgendwie bleiben die Leute auf ihren Ressourcen sitzen. Ich hau auch nochmal ein bisschen was rein. Bin jetzt bei 4 Durchgängen, also 5 gehen sich ideal aus, genauso wie ich das vorhatte. Dann kaufe ich mir noch 2 oder zumindest einen neuen Helden und mit dem sollte dann das alles klappen. So, dann noch so kleine Sachen wie zum Beispiel die Segellaufzeit. Wenn man jetzt etwa bei Bjarnis Lotterie beim täglichen Login-Bonus hier ein Segel gewonnen hat, wird auch ein schlechteres Segel jetzt, glaube ich, von der Laufzeit her dazu gezählt. Also wenn ich jetzt 50% habe und gewinne ein 10% Segel oder ein 20%, dann wird da ganz wenig dazu gezählt. Das ist diese Änderung und die Flüsterfarben von Game-Orakeln wurden geändert. Hier gibt es ja den Chat. Guten Morgen, guten Mittag, schon Nachmittag, liebe Sorgen, wird hier geschrieben. Und Game-Orakel, das sind so wie die Game Master in anderen Spielen und die haben eine spezielle Farbe und wenn man angeflüstert wird von eben solchen, ist die Farbe jetzt einfach geändert worden. Ich wurde noch nie von einem Game-Orakel angeschrieben. Deshalb, jo, betrifft mich das jetzt nicht. So, ich wollte jetzt, habe genug Ressourcen gespart, um die Werft weiter auszubauen. Denn ich habe gemerkt, ja, meine Gebiete gehen schon langsam dem Ende zu, die ich schaffe. Weil die sind hier schon Level 100, Level 100, Level 100, Level 100. Die würden gehen, aber die sind recht stark. Und hier ist eben noch ein Gebiet. Und das fehlt mir noch. Da muss ich allerdings die Werft ausbauen. Und das geht sich jetzt aus mit meinen Ressourcen. Habe ich fleißig gespart, auch mit meiner Kolonie. Die ich jetzt, Moment, kann ich die jetzt auch noch ausbauen? Ich wollte mir extra mein Holz nämlich aufheben. So, Tempel der Artemis geht bis Level 30. Nein, so knapp. Oh mein Gott, so knapp. 5000 Ressourcen würden fehlen. Moment, da greife ich jetzt aber jemanden an. Ich wurde auch dreimal angegriffen. Weil 5000 Holz, wenn ich Glück habe, könnte ich die jemandem abknöpfen. Was? Level 3, wieso greifst du mich an? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schade bekommt man aber, glaube ich, habe ich mal extra geschaut, für Kämpfe, wow, wow, 7,7 Millionen, 7,07, wow, zum Glück bin ich da ausgewichen, krass, wie kann ich denn das geschafft haben, allein vom Schadensunterschied, oh mein Gott, wow, also Kämpfe, die jemand gegen mich startet, nicht ich gegen ihn, die zählen, glaube ich, nicht für die Errungenschaft, was etwas uncool ist, das heißt, sind nur die Kämpfe, die wirklich ich gestartet habe.
Boah, bam. Schon recht krass, die haben auch die legendären Waffen. Wieso haben die legendären Waffen? So, jetzt wollte ich jemanden angreifen, denn mit etwas Glück kann ich 5000 Ressourcen schon von irgendjemandem abknöpfen. Boah, 62er. Hui, wieso haben die das komplette Set? Gehen die alle nur nach Atlantis in die Dungeons? Ah, okay, das sind bunt durchgemischt, auch Level 30er dabei. Boah, schon heftig. Mal schauen, ob ich jemand anderen finde. Gibt es ja genug Leute. 110? Boah, 42er hier. So ein Mittelding, genau. Greifen wir an. Bitte gib mir 5000 Holz. 5000 Holz, 5000 Holz. Ja, das wird, da müsste ich schon ziemlich viel Glück haben. Wie beide einfach wegschauen. Da müsste ich ziemlich... Ach, komm schon, schade. Na gut. So viel Glück hatte ich nicht. Dann baue ich die anderen Gebäude noch aus. So, bis Level 30 geht es. Das Weltwunder-Tempel der Artemis. Und dann bin ich idealerweise gewappnet für die 1000 Reiselust. Dann zu Ostern habe ich nochmal fett Bonus-Erfahrungspunkte. So, dann baue ich hier... Das wollte ich ausbauen. Sägewerk und die beiden Motten. Diese auch noch. Gut. Oh, und in den Laden kann ich auch schauen. Einmal am Tag. Neue Ware. Mal schauen, was glitzert und leuchtet denn da so schön? Das nicht. Das auch nicht. Das gibt es auch mit allen Attributen. Das heißt, wenn schon, dann mit allen Attributen. Beeindruckendes Bowie-Messer des einsamen Reiters. Wow, alle Attribute Level 39 Einhand. Das wäre doch mal ideal. Wow, 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 wow. Das muss ich, glaube ich, kaufen. 300.000 Ehrenmarken, aber genau dafür habe ich mir die ja aufgespart. Das muss ich, da muss ich zuschlagen, dass die auch endlich besser ausgerüstet ist. Von 301.000 Schaden geht es jetzt auf 450.000. Oh yeah, und ich glaube Level 39, die wird nie wieder eine andere Waffe bekommen. Die haue ich gleich zum Schmied. Wer war das? Matroschka? Hier bist du, der ist schon so teuer zum Ausbauen. Da gibt es, wenn man den ausbaut, einen Bonus auf die Erfolgschance hier. Das ist schon heftig. So, mal schauen. Ich fange mit so einem an, beziehungsweise ganz am Anfang kann man es auch ohne machen. Kann man einfach sein Glück versuchen. Ich habe ja genug Gold in der Tasche. Und probiere es einfach so lange, bis es klappt. Denn wenn man keine Edelsteine hineintut, ist die Chance zwar gering, aber... Ja, passt. Aber dann kann es auch wieder zurückgesetzt werden. Wenn ich jetzt hier weitermache, ich kann es noch ein bisschen versuchen. Wow, es hat schon geklappt am ersten Versuch. Nein, ich wollte gar nicht nochmal klicken. Jetzt ist das eingetreten, was ich nicht wollte. Der Schmied hat Unsinn gebaut und es ist kaputt gegangen. Jetzt könnte ich wieder von neu anfangen. Okay, wow, beim ersten Mal gleich. Okay, einmal versuche ich es noch. Auf 2 Sterne, aber jetzt warten und nicht so gierig sein. Der Schmied braucht eben eine Weile. Der sieht auch schon ziemlich fertig aus von seinen Arbeiten. Komm schon, einer geht noch. Jawohl, so lasse ich es jetzt erstmal bei 2 Sternen. Passt, ja, 422 Schaden jetzt und 30 auf alle Attribute. Ja, jetzt bin ich auch mit der schön halbwegs zufrieden. Endlich, endlich, endlich. Gut, wo war ich jetzt eigentlich gerade dabei? Genau, Werft habe ich ausgebaut und Sapporo ist freigespielt worden. Ein neues Gebiet. Und die Gegner, ja, die passen. Moment, ich hau mir vielleicht sicherheitshalber nochmal Tränke rein. Man weiß ja nie, was da passiert. So. Und ein Ausdauertrank. Vielleicht habe ich Glück beim Händler. Oh, heute ist Schillings Glückstag. Sehr gut. Dankeschön, Tante Vicky. Oder eher Tante Emma, würde ich dich nennen. So, rein damit. Und jetzt aber, nächstes Gebiet, das will ich jetzt schnell komplett durchspielen und dann schauen, ob da neue Gebiete freigespielt werden oder ob auf dieser anderen Karte jetzt schon alles Ende Gelände für mich ist, ob ich da schon fertig bin. 50.000 Gold, genau, da kann ich mein Gold auch wieder schön raufspielen, denn die Story-Missionen geben ja recht viel. Das wird alles verkauft, Oberkörper, Ausdauer, ja, das kann wegkommen, 50.500. Oh nein, ich kämpfe gegen meinen eigenen Helden, gegen Mitsuki. Wieso müsst ihr den genauso aussehen lassen? Nein, nein, nein. Das möchte ich ja gar nicht. Tut mir leid, Mitsuki, nimm's mir nicht übel. Aber es muss sein, ich muss hier durch. Was muss, das muss. So, und Eisen habe ich recht wenig. Weil man das nicht bei vielen Gebäuden zum Ausbau braucht. Sehe ich aber gerade, dass ich werde wahrscheinlich mein Eisenbergwerk jetzt noch
bis zum Wochenende ein bisschen ausbauen und dann meine unnötigen Helden da hineinschicken, die nicht so wichtig sind, wo es egal ist. Schon wieder gegen den? Was ist denn da los? Immer gegen die hier. Was haben die da für einen Zoff? Was war das? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. 52.000 Stein? Bei einer Story-Mission? Hatte ich das schon mal? Oder war das gerade ein Anzeigefehler? Was zum Henker geht hier ab? Stein bei einer Story-Mission? Das wäre mir was Neues. Das wäre mir ja mal was ganz was Neues. Biertopfgeist, Museumsdirektor. Ja, die fetzen wir alle weg, also. Fast 6 Millionen Leben. Ich bräuchte eigentlich noch viel mehr Schaden. Vor allem, ich bin ja Damage-Dealer, kann man sagen. Das sollte ich schon mindestens annähernd gleich viel Schaden wie Leben haben. Aber aktuell bin ich sehr auf Ausdauer. Was war das gerade mit dem Stein? Da komme ich jetzt nicht ganz mit. Wen haben wir hier? Ted! Hallo, Ted! Oh, die Erfahrungspunkte sind aber sehr schön. 251.000 hier für so eine doch recht niedrige und leichte Story-Mission. So, was haben wir hier? Geschick, Glück habe ich leider nicht. Alles muss raus. Winterschlussverkauf. Was ist das jetzt für eine Nummer schon? Dürfte die 8 von 10. Endspurt. Doppelkinn. Jetzt bin ich dann gespannt, ob noch ein neues Gebiet da dazukommt. Oder ob das dann wirklich schon alles erstmal war für mich. Oh, war das jetzt schon letzte 8, 9, 10? Müsste der... Jetzt kommt der letzte. Genau. Tanzender Michel, lachender Mike und schon wieder der. Also irgendwas haben die. Da kann man sich jede Quest immer durchlesen. Dann würde das vermutlich einen zusammenhängenden Sinn ergeben. Aber... Ich mach's wegen den Erfahrungspunkten und ich bin jung und brauche das Geld, beziehungsweise das Gold. Also rückt her, euer Gold. Jetzt schaue ich mir den Kampf mal an, wenn schon der letzte Kampf ist, der sieht aber... Das ist nicht so ein normales Lachen, das ist so ein... ich kille dich. So ein hinterhältiges Lachen. So, und mit einem Schuss, der seinesgleichen sucht. Level 60er Helm. Boah, der wäre fast besser als meiner. Aber auch nur fast. Deshalb wird dieser Knopf gedrückt. Push the button und mein Lager ist voll. Das passiert mir leider ab und zu. So, kommt jetzt... Ja, es kommt was Neues dazu. Omsk. Okay, 65 bis 70 und wieder 10 Story-Missionen. Oh, da unten. Da unten auch. Makassar. 55 bis 60. Gut, also gibt es doch noch einige Story-Missionen. Ich denke mir ja, hier ist ja noch Platz. Da ist noch Platz für sehr viele Gebiete. So wie hier auch. Aber da, ich glaube, hier waren die Missionen schon... Na doch, jetzt würde ich sie schon schaffen. Aber die auf der rechten Seite, auf der rechten Karte, auf der östlichen Karte, die wollte ich mir ja aufheben für ein spezielles Event. Deshalb mache ich hier noch die niedrigen weiter. Gut, das passt. Ja, ärgerlich, dass ich schon wieder mein Lager voll hatte. Aber es war nicht zu... voll, glaube ich, also viel habe ich nicht verloren, aber wenn man da die Story-Quests durchmacht, da geht das teilweise sehr schnell. So, wie viel fehlen mir jetzt noch? Noch benötigt 1,6 Millionen. Ja, das ist schon recht viel, aber 5 gehen sich aus. Das 5. schaffe ich hier noch voll und dann bin ich gespannt, wann die High-Level-Spieler da mal auf die Tube drücken. Das gibt's ja wohl nicht. Ich kann das ja nicht hier. Ich bewirke ja hier gar nichts mit meinen 7 Millionen bei 25 Milliarden benötigten. Na krass, na da bin ich schon gespannt, wann dieser Kessel mal voll ist. Allzu klein ist er ja nicht. 65 mein Hauptheld und ich kann wieder skillen. Man bekommt, je höher man im Level ist, pro Level up auch viel mehr Punkte. Was ich richtig cool finde, denn das ergibt natürlich Sinn. Denn am Anfang ist ein Punkt natürlich mehr wert als am Ende. Da wirkt sich ein Punkt nicht mehr so viel aus. Deshalb muss man auch nach dem Level up dann mehr Punkte bekommen. Das ist schon ganz nett gemacht. So, das heißt jetzt Gold sparen, neue Helden dann kaufen und dann freue ich mich schon auf Ragnarök, wenn es beim nächsten Mal weitergeht in der Welt von Cultures Online.